What the hell? Wo ist die Straße hingekommen? What? Ist einfach mal die Straße verschwunden. Hä? Hab ich da... Keine Ahnung, was das war. Lass mal gucken, was wir hier für ein Zug haben. 100% voll. Alter, wo fährst du hin? Distribution Center Rail. 100%. Wow. Und das bei den Kapazitäten. Das müssten 50 bis 60 LKW sein. Bei der Kapazität. Okay, wir fahren. Entweder. Oder. Distribution Center Rail. Das könnte jetzt. Fahren runter, gute Chancen, dass wir jetzt ins Gewerbegebiet fahren. Hinten. Ja, rechts oder links. Weiß ja nicht. Und wir fahren nach hinten. Links oder rechts. Ja, gut, je nachdem, wo man guckt, von unten ist es links. Natürlich. Wohin auch sonst? Bullshit. 1%. Warte, wo fährt er jetzt hin? Transportation Center Rail 2. Ach, vielleicht hier rüber. Das ist alles von diesem einen. Von diesem einen Zug. Okay. Soll ich jetzt mal sagen? Ihr könnt mir. Ja, könnt mich alle mal so. Okay. Du dahin. Du dahin. Und jetzt gibt's die Überraschung, wenn ich das hier. Ah, okay. Und zwar der geht noch geradeaus. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie dann geradeaus ins Industriegebiet können. Oder ins Gewerbe. Ah, und die wollen sich jetzt da reinschummeln, das war mir klar. Das war mir klar. Und ihr fahrt dahin und habt keine Chance. Na gut, machen wir dahin. Dahin. Habt keine Chance, da euch reinzuschummeln, Arschgeigen. Nix da Schummelei. Dass die gerade ausfahren können, ist eh schon fragwürdig. Und UPS verblockiert mal das Ganze, ja. Was bist du? Du bist ein DHL und du bist ein UPS. Es ist Worldwide Services. Ah, okay. Schmal mit den vielen verschiedenen LKWs und Trucks und was auch immer. Das ist schon... Sag mal, du bist doch bestimmt voll ausgelastet mit deinen 20.000. So viel dazu. 4%. Ne?
50%. Nächstes Mal, wenn ich mich einlade, haben die 100% und fahren 3 Firmen an. Oder 4. Okay, was ist, wenn ich die Kreuzung ändere? Weil jetzt haben die tatsächlich auch ein Problem beim Rausfahren. Okay, ich habe eine Idee. Das mache ich noch und dann mache ich Schluss, weil sonst werde ich langsam mich schugge. So, hier dahin. Und ihr hoch. Und hier runter. Und das müsste auch meine... Nope, hab nicht meine Spuren aufgehoben. Okay, jetzt kann ich es gar nicht mehr anklicken. Ah, doch. Mach ich das raus. Und du bist keine Abbiegespur. Und du hast auch noch eine Geradeaus-Chance. Du bist nur noch, ja, links und geradeaus. Was durchaus Sinn ergibt. Was ich dann nochmal gucken könnte, wäre Vorfahrtszeichen. Sehe ich die hier irgendwo? Nö. Ach, das gehört dann auch dazu. Ist mir egal. Oh ja, machen wir das Ganze auch zu einer Vorfahrtsstraße. Warum nicht? Dann kommst du schnell rein und raus, wie du es brauchst. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Wenn ich die dann auch noch... Ist eine Idee. Die hier und die hier. Und dann sind die Querstraßen nebensächlich. Ich meine, ein Fehler ist es nicht. Abgesehen davon, dass ich dann jetzt... wahrscheinlich. Ja, genau. Vorfahrt. Das passt. Ja, ich müsste halt. Genau, ich hätte erst die Seitenstraßen machen müssen und dann. Ja. Habe ich das hier schon geändert? Nein. So. Ja, nö. Das ist so ein bisschen... Na gut, die muss man jetzt einzeln korrigieren. Sonst klappt das nicht. Okay. So, jetzt können die links rum. Das passt schon. Das passt super. 270 Leute. Tja. 24 hiermit. Ach du Scheiße. Der ist am Ausleeren. Hier sind 12.000 Leute sind hier gestorben. 12.000 Leute. Nur in diesem bescheuerten Gebiet. Okay.
Ist mir jetzt wurscht. Ihr fahrt, wie ihr lustig seid. Ich meine, wenn ich das festlege. Und zwar, dass die. Oh, das brauche ich ja gar nicht mehr. Das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr, weil ich habe hier kein Bullshit-Abbiegesystem da mehr. Ihr dürft. Ah, weißt du. Ist das Einbahnstraße? Nee. Dann muss ich das noch eine Einbahnstraße machen. Würde helfen. War ja auch vorher Einbahnstraße, ne? Weil dann könnte ich entsprechend eine Abbiegespur machen nach links. Und eine Spur geradeaus. Wobei, lassen wir den zwei Optionen, ne? Der erste biegt schon links ab und da kommt die nächste Kolonne, die links abbiegen will. Hoffe ich zumindest. Nein, der eine will hier auch reinbiegen. Arschloch. Drängt sich vor. Und der auch. Wunderbar. Solltet ihr euch vorher sortieren. Keine Ahnung. Du gehst hier rum, also. Um es mal festgelegt zu haben. Oder soll ich der Einfachheit halber sagen, die biegen auch ab? Die biegen auch ab und können dann. Ich weiß ja gar nicht, was das sind. Das sind ja viele Privatautos. Gehen die zurück zu. Wo fahrt ihr hin? Naja. Privatautos. Städtische. Ein oder zwei LKWs, die von da aus kommen und da reinfahren. Ja, das könnt ihr euch schmieren. Das macht ihr an der nächsten Kreuzung miteinander aus. Achso. Ihr habt grün. Permanent grün. Hier wird nur noch abgebogen. Sechs Spuren einfach. Habe ich hier irgendwo. Vorfahrtstraße. Oh ja, und die kommen natürlich nicht raus. Naja, kaum. Ich glaube, hier kann ich es einfach, dass die da ein bisschen rauskommen. Mache ich das so. Ja, meinetwegen. Sucht euch aus, wo ihr langfahren wollt. Das ganze Gewechsel könnt ihr dann auch hier machen. Ja. Ist nicht perfekt, aber. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass die hier keinen. Nichts kriegen. Burnt down, huh?
So, dann. Distance too short. Leg mich doch. Slaughter Style. Ja. Natürlich. Ja, klappt doch. So. Ach, du meinst da hier runter? Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber normalerweise gibt es wenige Trucks, die nur hier hochfahren, weil normalerweise ist hier unten rum schneller. Nachdem ich die alle da lang schicke. Nee, das müsste sich eigentlich ergeben. Ich meine, hier unten staut sich's raus auch. Es kommt halt immer darauf an, ob eine Lieferung kommt oder nicht und wie viel ist, ne? Kommt immer darauf an, dass es. Ja. Die hier vielleicht, ja. Das mal, wenn man. Das könnte vielleicht, ja. Ja, ja. Verstehe, was du meinst. Die raus. Dann. Die rein. Die rein. Und die raus. Wird Sinn ergeben. Weil dann hättest du jeweils. Hättest du einen Wechsel drin. Und die würden dann. Für das Gebiet hier oben. Hier reinfahren und nur für. Ja. Naja, hier rein wäre. Hier rein ist schon ganz gut, weil dann kommen die vom Lager aus hier rein, direkt, ohne dass die Gegenverkehr haben. Und hier wollen eh die meisten raus. Ja, ich habe ja die erste Einfahrt und dann die hier raus. Garbage Piling ab am Arsch. Nix da. Und der kriegt immer noch keine. Aber ist irgendwas mit der Strecke kaputt? Oder irgendwie sowas? Ist die irgendwo schlecht verbunden? Können die das nicht fahren? Sieht fast so aus, als könnten die das nicht fahren. Irgendwas muss doch sein. Jetzt haben wir. Wie das ist für gruppelte Scheiße geworden. Unglaublich. So. Besser aus. Sie sind tatsächlich, das habe ich hier festgestellt, sind tatsächlich auch zum Export gedacht. Das ist bisschen merkwürdig, aber ich habe das jetzt geregelt, indem ich hier eine Einbahnstraße gemacht habe, gesagt habe, die können nur noch reinfahren. Ja, so. Aber es ist ja definitiv, wo bin ich überhaupt? Da. Es ist ja definitiv sinnvoller, die von hier aus direkt links reinzulassen, wenn die ja von hier aus kommen. Dann müssen die nicht erst hier runter und haben hier keinen, der permanent raus will. Dafür können sie dann hier eben raus. Ist halt die Sache, dass sie dann. Warte mal. Nein.
Das ist ja wieder ein falsches Menü. Ihr, warum auch immer, fahrt dahin. Ihr könnt nirgendwo anders hin. Das heißt, ihr zwei fahrt dahin. Und ihr zwei dahin. Und das würde bedeuten, ja, könnt allesamt in die Kreuzung reinballern, wie ihr wollt. Wenn ich hier das Fußgänger auch noch stoppe, dann können sie zumindest hier solide rausfahren. Trotzdem halten die an. Na gut, für Fußgänger nehme ich mal an. Für mehr nicht. Aber das kriegt immer noch nichts. Das Zentrum bekommt auch immer noch nichts. Wofür habe ich dich überhaupt gebaut? Okay. Bringt ja gar nichts. Ich meine, jetzt könnte ich... Jetzt könnte ich anfangen mit Touri-Zügen. Touri-Zügen, vielleicht habe ich da dann... Ich meine, es geht mir nur darum, dass ich meinen schönen Schienenkreisel da nicht auflösen muss. Der ist zu geil, um den einfach aufzulösen. Und ich würde tatsächlich jetzt nochmal Abzweigung hier runter. Gib ihm. Ach, ist ja, muss ja jetzt auch wieder. Ach, verflucht. Nee, ist Einbahnstraße. Das heißt, die könnten theoretisch da hinten durch. Weiß ich nicht. Falls jemals irgendwas dafür kommen würde, dann können sie da lang. So sieht's aus. So, ich meine Nachrichten. Was auf Nachrichten kommen. Und keine ist interessant. Wunderbar. Keiner biegt ab. Ne, die wollen nicht die Züge beladen, die, oh shit, habe ich denn da noch eine Ampel drin? Oder warten die wieder auf Fußgänger? Ach, ich scheine auf Fußgänger zu warten. Die wollen die Züge nicht beladen, die sind alle leer. Die sind alle Eigentum von, dem Distribution Center. Pedestrians. Warte, ich hab keine weitere Zugstation, Leute. Seid ihr euch sicher, dass ihr euch in diesen Zug einsteigen wollt? Das sind alles die da rauskommen. Und, oh, die laufen da lang. Bin ich eigentlich mal gespannt, wer hier ist überhaupt. Cyclists. Ah, okay. Du. Tourist, okay. Das heißt, du verlässt die Stadt mit allen Dings. Okay.
160. Hm. Zuschauerzuwachs. Inwiefern? Also ich bekomme gerade nur 2 angezeigt. Ich meine, das kann ich auch irren, weil die Angabe stimmt nirgendwo, aber. Was ist denn jetzt schon? Na gut, es ist Freitag. Ne, es ist Freitag. Viele Partys und so. 118, 150. Auf 12. Okay. Oh, Tatsache. Auf 12 gesprungen. Das ist, ja, da steht 12. Hm. Ich meine, es ist immer cool, mehr Zuschauer zu haben. Wäre halt noch cooler, wenn die dann länger bleiben als 5 Minuten. So, wie voll war der Zug? Oh, was sieht eigentlich hier aus? Oh, das sind... Oh! Also ich weiß, manche Züge haben 2 oder 3 Pfeile. Ah, das sind eine Menge Pfeile. Holy shit. Oh Mann. Das sind echt eine Menge Pfeile. Ich weiß nicht, hab ich hier was Ähnliches? Es geht noch. Bekommt Zuwachs von... Zulauf von 3 Seiten. Hm. Shit. Ich meine, der bekommt... Da kommt entweder einer oder 2... Okay, ein Zug hat 4 Pfeile. Alles klar. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Das sieht voll nach düster und verrucht aus. Ich meine jetzt im Dunkeln mehr als im Hellen. Hm. Naja, es ist ja auch... Wie wird es jetzt nochmal genannt? Das Leisure Specialization ist ja das... Ja, was war das? Freizeit wird es genannt, ne? Oh, ich glaube, die Mafia hat keinen Bock, hierher zu kommen, weil wir haben 900 Knastplätze frei und wir haben 400 Leute eingeknastet mit hohen Haftstrafen, wohlgemerkt, mit extra hohen Haftstrafen. Ah, shit. Jo, klar, 170 Leute fahren auf einmal mit dem Zug weg. Weg, raus aus der Stadt, alles klar. Aber, irgendwie wahrscheinlich keiner rein. Ah, ja. Yeah. Da ist das Problem. Irgendwo, hat hier eine die Straßen geändert. Und, normale Fahrzeuge erlaubt. Nicht cool. Warum sind die überhaupt hier erlaubt? Ich dachte, ich hätte die überall... Ah, das ist, wo ich die Straße wieder geändert habe. Naja. Ja gut, jetzt sind auf der Hauptstraße wieder alle verboten. Bis zu Fuß laufen.